Und ich begrüße hier Dundo. Herzlich willkommen. Und ich darf dem Walter Kühlfuß herzlich gratulieren zum Geburtstag. Er feiert heute seinen Geburtstag hier, irgendwo da unten. Herzlichen Glückwunsch, Walter. So, wie geht's weiter? Es gibt im Übrigen einen kleinen Verpflegungsstand. Ich bin nur nicht sicher, wo der jetzt steht. Entweder steht er hier oder da unten. Es war vorgesehen, dass Melita Dingdong heute spielt. Eines der beiden Mädchen ist leider krank geworden. Die können heute nicht auftreten. Etwa Viertel nach sieben wird hier der freie Chor singen. Und ich weiß nicht, angeboten hat Dean Mann, an The Kings of the Rhythm, dass sie hier spielen wollen, aber gesehen habe ich sie heute noch nicht. Ich darf jetzt als nächstes ankündigen, als nächste Rednerin, die Ursel Beck. Ja, liebe Mitkämpferinnen und Mitkämpfer, zu unserem Widerstand gehört auch, dass wir Firmen unter Druck setzen, keine Aufträge für Stuttgart 21 anzunehmen. Bravo! Bravo! Und eine dieser Firmen, die einen Auftrag angenommen hat, ist GL Abbruch. Sie wollen den Nordflügel vom Monatsbau abreißen. Hat eine Gruppe von 20 Stuttgart 21 Gegnern dieser Firma in Esslingen einen Besuch abgestattet. Das war eine Gemeinschaftsaktion von Stuttgart 21 Gegnern aus Stuttgart und aus Esslingen. Und von dieser Stelle auch nochmal vielen Dank bei den Esslingern Stuttgart 21 Gegnern, dass das alles so super geklappt hat. Aufgerufen, aber wir hatten Polizeipräsenz bei der Linie S1 vom Fahinger S-Bahn-Bahnhof über alle S-Bahn-Bahnhöfe bis nach Esslingen. Und wir wurden bei der Firma am Eingangstor auch von der Polizei empfangen. Die Firmenleitung hat, wie nicht anders zu erwarten, es abgelehnt, mit uns zu sprechen. Wir durften noch nicht mal an den Briefkasten, der auf dem Firmengelände war. Alle Tore waren abgesperrt. Einer von den beiden Esslinger Polizisten hat sich dann aber bereit erklärt, als Briefträger für uns zu fungieren und hat diesen Brief, den alle unterschrieben hatten und auch die Bundesabgeordnete der Linken, Aleppi Groth, hat ihn dann persönlich dem Firmenchef übergeben. Er kam dann zurück und hat uns berichtet, der Firmenchef hätte ihm gesagt, er kenne den Brief schon. Wir haben erklärt in diesem Brief, dass jede Firma, die Hand anlegt an den Monatsbau und unrühmlich in die Geschichte unserer Stadt eingehen wird. Wir haben von der Firma gefordert, dass es sich nicht zum Komplizen macht von Politikern, die unsere Steuergelder veruntreuen und den Mehrheitswillen der Bevölkerung brechen. Wir haben sie aufgefordert, Verantwortung zu zeigen im Umgang mit historischer Bausubstanz. Wir haben sie aufgefordert, den Auftrag zurückgegeben und wir haben sie aufgefordert, sich zu weigern, Hand anzulegen an den Monatsbau. Bravo! Wir haben darüber hinaus 70 Plakate gegen GL-Abbruch aufgehängt, angefangen vom Firmentor über dieses Industriegelände, über den Esslinger Bahnhof und die Esslinger Innenstadt, um praktisch diese Firma zu outen für das, was sie da vorhat. Da ist die Frage auch aufgetaucht, hat sich unsere Aktion gegen die Beschäftigten gerichtet?
Wir sagen nein. Die Beschäftigten tragen nicht die Verantwortung. Sie bestimmen im Kapitalismus nicht über den Inhalt ihrer Arbeit. Sie arbeiten fremdbestimmt. Und wir wollen nicht, dass Beschäftigte Aufträge für Stuttgart 21 ausführen müssen. Wir wollen, dass ihre Arbeitskraft und die Gelder, die für Stuttgart 21 verschwendet wurden, sinnvoll eingesetzt werden für den Bau und die Sanierung von Schulen, für den Bau von Sozialwohnungen und für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Und das und ihren Familien. Liebe Stuttgart 21 Gegnerinnen und Gegner, die Bahn behauptet, Stuttgart 21 sei das am besten geplante Baustelle.